Es war Heiligabend in Standort 19. Weihnachtsbäume standen in den Foyers und Kränze und Bänder schmückten die Flure. In der Kantine stand eine einsame Menora, damit Forscher Polanski keinen Wutanfall bekam. Verdammt, sogar 682 machte der Foundation ein Geschenk und tötete nur 3 Menschen an diesem Tag. Alles schien in Ordnung zu sein. Das heißt, außer für eine einsame Seele. SCP-173. 173 hatte schon viele Heiligabende in Standort 19 kommen und gehen sehen. Viele davon waren meist langweilig gewesen. Die einzigen Menschen, die 173 besuchten, waren die üblichen D-Klasse-Mitglieder, die zum Putzen vorbeikamen. Natürlich versuchte er immer, ihnen ihre wohlverdiente Weihnachtsumarmung zu geben, und sie liebten diese Aufmerksamkeit. Manchmal tropfte sogar etwas Liebessaft aus ihnen heraus. Es war nur eine kleine Geste, aber es wärmte 173s Herz, dass seine Bemühungen so geschätzt wurden, dass sie diese Unannehmlichkeiten auf sich nahmen. Doch dieser Heiligabend fühlte sich enttäuschend an, um es vorsichtig auszudrücken. Bisher hatten sich die D-Klasse-Arbeiter, die normalerweise zum Putzen seiner Zelle gekommen waren, nirgendwo blicken lassen. Normalerweise hätten sie inzwischen die D-Klasse reingeschickt, aber es war schon 2 Uhr, wie er auf seiner aufgemalten Uhr sehen konnte. 173 begann sich Sorgen zu machen und kratzte an den Seiten des Raums entlang, um mögliche Erklärungen zu finden. Möglicherweise waren sie in der Zelle von 682 oder verbrachten den Tag mit ihrer Familie? Es war zwar im Bereich des Möglichen, dass für diesen Tag keine Reinigung seiner Zelle geplant war, aber 173 wusste tief in seinem Herzen, dass es unmöglich so einfach sein konnte. Er war gerade dabei, sich eine weitere Erklärung auszudenken, als die Lichter in seiner Zelle ausgingen und das Tor sich öffnete. 173 war entzückt, denn Spaziergänge im Standort waren sehr seltene Ereignisse. Während dieser Spaziergänge tat er so, als würde er stundenlang am Strand mit einem hübschen Mädchen spazieren gehen und das Sonnenlicht in sich aufnehmen, als gäbe es kein Morgen. Natürlich entschied sich 173, die Gelegenheit am Hals zu packen, und machte sich auf den Weg in einen anderen Raum. Als 173 seinen Spaziergang durch die Flure von Standort 19 begann, merkte er, dass er wohl etwas zugenommen hatte. Also beschloss er stattdessen, etwas zu joggen. Er hatte seine Neujahrsvorsätze so lange aufgeschoben, weil er nie wirklich die Chance hatte, diese Art von Training zu bekommen. Während er vor sich hin joggte, sah er etwas Eigenartiges. Einen Raum, in dem Licht brannte. Während seiner Spaziergänge waren immer alle Lichter aus, vermutlich damit die Forscher etwas schlafen konnten. Die Tür zum Raum war jedoch nur angelehnt und er konnte Geräusche aus dem Raum hören. Er entschied sich, das Joggen zu verschieben, näherte sich dem Raum und die Geräusche wurden lauter und lauter. Als er die Tür öffnete, sah er, wie Forscher, Hausmeister und Sicherheitskräfte bei seinem Anblick einen herzlichen Freudenschrei ausstießen. Der Raum selbst war mit der üblichen Weihnachtsdekoration und vielen Geschenken für 173 gefüllt. Wie sein lebloses Gesicht zeigte, quoll er vor Freude über. Natürlich war das erste Geschenk, das 173 bekam, der Gewinner des großen Wettstarrens zu sein. Für 173 war es natürlich ein leichtes, da er keine Augenlider hatte. Es ging so weit, dass die Lider der anderen so müde wurden, dass sie sich Bescheid sagten, wann sie blinzeln würden. Er hielt sie für seltsam, aber genau aus diesem Grund liebte er sie. Nach den Feierlichkeiten, einschließlich dem Überreichen von Geschenken und reichlich Essen, heute war immerhin sein Cheat Day, wollte er alle umarmen. Dabei gab es jedoch ein kleines Problem. Er hatte noch nie so viele Menschen auf einmal umarmt, sodass er sich ziemlich unbeholfen fühlte, auch nur eine Person zu umarmen, da mindestens 20 weitere Personen zusahen. Aber gerade so, als ob die Götter telepathisch seine Probleme erhört hätten, erloschen alle Lichter im Raum. Perfekt. In dem Moment umarmte 173 jeden im Raum und jeder gab ihm zumindest etwas Liebessaft. Wenige Minuten nach dem Ende der Party kamen die Wachen mit dem Wagen herein. Oder, wie er es sich gerne vorstellte, seinem leuchtend roten Ferrari. Als 173 in seine Zelle transportiert wurde, erinnerte er sich an alles, was an diesem Tag geschehen war. Die Geschenke, das Jubeln, die Umarmungen. Es war mehr als alles, was er sich je hätte vorstellen können.
Es hatte ihm gezeigt, dass die Foundation sich wirklich um ihn kümmerte, auch wenn sie die meiste Zeit ihre Zuneigung nur sehr minimalistisch zeigten. Der Tag hatte 173 gelehrt, dass auch wenn sie keine Emotionen zeigen, die, die einem nahestehen, dich immer schätzen werden. Kurz gesagt, er war glücklich.